Mein Name ist Lukas Vomhofer, ich arbeite beim Deutschen Zentrum Luft- und Raumfahrt in der Einrichtung Windenergieexperimente. Dort beschäftigen wir uns aktuell mit dem Aufbau des Forschungsparks Windenergie Krummenteich-Vivaldi. Hier hinter mir sehen wir eines der Rotorblätter, was an die Opus 2, die zweite Windenergieanlage, auf dem Forschungspark montiert wird. Dieses Rotorblatt hat einige Besonderheiten verglichen zu kommerziellen Rotorblättern von Windkraftanlagen. Wir haben hier zahlreiche Sensoren, die in diesen Rotorblättern verbaut sind, mit denen sich die Durchbiegung oder die Beschleunigung des Rotorblatts erfassen lässt. Das erste Rotorblatt wurde bereits montiert an der Windenergieanlage. Danach kommen die nächsten zwei Rotorblätter, das Rotorblatt 2 und das Rotorblatt 3. Und die werden jetzt an der Narbe der Windenergieanlage auf der Opus 2 montiert. Wir sehen hier im Hintergrund die Anlage 1, die Opus 1 und einige Windmessmasten schon. Wir sehen den ersten frei angeströmten Windmessmast 1. Und zwischen der Windenergieanlage 1 und der Windenergieanlage 2, die bei uns hier auf dem Forschungspark Opus 1 und Opus 2 benannt werden, haben wir das sogenannte Messmasten-Array. Was aussieht wie normale Funkmasten, sind sehr spezielle Messmasten. An diesen Messmasten haben wir zahlreiche Sensoren angebracht, um die Windgeschwindigkeit an unterschiedlichen Stellen zu messen. In Zukunft werden wir immer mehr und immer größere Windenergieanlagen auf immer kleiner werdendem Raum errichten müssen. Dies hat zur Folge, dass Windenergieanlagen, die eng beieinander stehen, sich stark beeinflussen. Wenn diese Windenergieanlagen sich beeinflussen, sinkt zum einen mal die Lebenserwartung, es sinkt aber auch der Ertrag der einzelnen Windenergieanlagen. Durch intelligente Regleralgorithmen wird es in Zukunft möglich sein, Windenergieanlagen auch in dieser Konfiguration effizienter zu betreiben und somit einen höheren Ertrag bzw. geringere Kosten zu produzieren. Mit dem beweglichen Kopf des LIDAR-Systems haben wir die Möglichkeit, dreidimensional das Windfeld hier auf dem Forschungspark zu erfassen. Es ist für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vom DLR deshalb sehr wichtig, hochaufgelöste und hochgenaue Daten zu den Windgeschwindigkeiten und den Windrichtungen, auch zum Turbulenzverhalten des Windfeldes auf dem Forschungspark zu kennen. Mit der Information sind wir in der Lage, die Forschung voranzubringen, die notwendig ist, um in Zukunft neuartige, leisere, effizientere und umweltverträglichere Rotorblätter zu entwickeln.